Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS. So, mal schauen hier. Voll dreckig. So. Wir sind immer noch. Ja, auf dem Weg. Wo eigentlich? Kenne ich gar nicht. Hey. Wir driften ab, oh mein Gott. Alter, war ein langes Ding. Statt einfach nach rechts zu ziehen, was ist los mit dem Jungen? Er hatte vor uns so viel Platz. Schon wieder eine Raststätte auf der Seite. Was mit unserer Seite hier? Für unfair. Alter, aber echt hart nach Regen aus. Eieiei. Go straight on.
Para. Wir machen Para. Zumindest ist es ein Paralleluniversum. Ich sehe auch schon wieder ein Auf und Ab, ey. Eieiei. Was ist dieses Plus eigentlich? Was da gerade war, dieses Schwarze? Achso, Kreuzungerhält scheinbar, ne? Auch nicht, jetzt kein Elefantenrennen da vorne. Hey, was ist denn los mit euch? Die ganzen Baustellen jetzt schlimmer als in Deutschland. Ey, Pisse da vorne, was ist los mit euch? Habt ihr Lack gesoffen oder was? Ey, was da hin? Eine Scheibe, ey. Da hältst du im Kopf nicht aus hier.
ändert sich hinten im Windrad. Da steht bei mir raus. Ah, da steht auch noch eins. Voll illegal. Na gut, wir haben es noch 30 Mal. Wenn man diese Missionen, die so eng getaktet sind. Schlimm. Nice. Hätte ich mal wieder ein guter Auftrag. Oder einer von meinem Fahrrad. Ist er gerade einfach Zug aufgeploppt? LOL.
erst verschwinden bei der Eile, da wo wir das Ding abgeholt haben, die Fracht, verschwinden auf einmal Sachen. Da ploppt auf einmal Zug auf. Ja, Moinsen. Was ist los hier? Was für Text? Ich sag's euch. Das ist so nicht gesund. Stell dir mal vor, wir waren gerade auf den Gleisen gewesen. Mal bumm. Hello, motherfucker. Oh, da war hier eine harte Kurve. Eieieiei, Alter, wir hatten sowas erfunden hier. Also, man kann ja nicht mal gucken. Okay. Aber klar. Ey, der Vorteil ist, die anderen müssen nicht mehr stehen bleiben an der Stelle. Das ist hier nochmal so eine enge Kurve. Alter, Leute. Was ist denn los mit euch? Was ist denn hier schon wieder gesoffen? Alter, kommt näher aus hier. Mauf hier. Und klatscht es gleich. Was? Level? Was haben wir denn schon alles? Oh, wir haben eigentlich, so ziemlich alles. Gut, dann, ja. Und das Ziel ist bald erreicht. Welt Level 36. Jetzt will ich mal gucken. Ja, wir sollten vielleicht mal schlafen gehen. Dann müssen wir wieder hier auf dieser kacke Stelle rausfahren. Alter, ist doch kacke. Aber vor der Tagstelle, da würde ich gerne mal rauffahren. Wenn das hier nicht nur so scheiße gebaut wäre. So, kacke. Das ist schon noch. Wo war es denn? Ach, dahin? Oh Gott. Was? Oh, da war.
Die Stelle kriege ich nie wieder. Wetten. Ah, halt. Aha. Oh. Mitten in Front auf dem LKW. Da kommt die wieder raus. Obwohl, doch, da hat mehr als genug Platz. Easy. Also, wenn der sich einfach zu meckern, hält aber Klatsche hier. So, wow, 150. Wow. Gut, dann können wir hier mal direkt einen weiteren zurückzahlen. Sehr geil. Wie sieht es eigentlich mit unseren Mitarbeitern aus? Hatten wir da jetzt, der war, müsste ausgeglichen sein? Genau. Sie ist auch ausgeglichen, wobei sie kann mittlerweile Fernfahrer machen. Sie kann auch Fernfahrer werden. Ja, okay, alles andere passt soweit. Gut. Dann können wir da eigentlich direkt zum LKW kaufen, gell? Ganz ehrlich. Bam. So, wir haben locker wieder einen LKW. LKW-Manager. Wie war es eigentlich bei den LKW-Managern? Wir hatten einfach immer. Genau, die, die wir lackieren konnten, haben unsere Lackierung. Ist schön. Die, die wir nicht lackieren konnten, waren einfach alle blau. Lol. Wie heftig ist das denn bitte? Warte mal kurz, das geht immer gar nicht. Da müssen wir aber direkt mal ändern hier. Hä? Nein. Aufrüsten. Das ist natürlich gleich 4000, ne? Gut, ich würde sagen, wir kaufen erstmal, obwohl wir haben 250.000 jetzt. Sollte problemlos machbar sein. So, dann machen wir die. Wow, das ist so eine geile Farbe. ja, so ist geil. Bestellen. Den hier. Machen wir. Alter, mach doch hier mal so eine 40 drauf, du Arsch. Danke. Oh, Alter, ist das geil. Ah, ein bisschen dunkler, ne? Ach doch, dunkler passt bei dem Blau besser. Oh, sieht das geil aus, Alter. Holy shit. Ja, so kann man es machen, Alter. Das ist nochmal blau. Nicht so ein Milchgrau wie das hier. So, dann nehmen wir jetzt gelb, das müsste genau 60 sein. Kann natürlich auch nicht aus, aber wollen wir gerade verarschen? Wir machen ja mit Absicht. Okay, gelb, mal gucken. Obwohl doch. Oder wir sagen, okay, wir müssen ein bisschen extravagant machen, orange. Passt dann aber nicht so gut, weil wir wollen auch noch einen roten LKW haben. Nee, wir bleiben mit 60. Ach, leck mich doch im Arsch, du Arsch. Jetzt ein bisschen dunkler. Also das geht mir zu sehr in diesen Zitronenstich, ne? Hier ein bisschen. So ist gut. Geil, Alter. Dann mal blau. Boah, das sieht doch krass aus. Aufrüsten. Oh, jetzt wird es spannend bei Grün. Mal gucken, was für Grüntöne wir da gut treffen können. Yeah, 120 geht. Sehr schön. Oh, passt doch. Das ist doch geil. Stellen, direkt so. Easy. So, machen wir den jetzt schwarz oder weiß. Mal gucken, was wir noch für eine fünfte Farbe benutzen können. So ist doch eigentlich geil, ne? So ein schönes Dunkelgrau. Ja, das ist ein bisschen zu hell. Ja, ich würde schon so machen, ne? Sieht das schon eher so. Vielleicht noch ein bisschen dunkler? Hey, aber. Schwierig. So. Ich sag mal so. So ist gut. Ja, so ist geil. Bestellen, auf jeden Fall. Bam. Geil. Da kommt Freude auf. So, das heißt, den machen wir dann auch mal. Wobei, der hat schon relativ schönes Blau.
Guck mal hier, die haben jetzt sogar alle Standardfarben. Ich glaube mal, dann nehmen wir bei denen tatsächlich die Standardfarben. Ja, wobei, das Grün sieht schon hässlich aus. Wobei der LKW insgesamt einfach hässlich aussieht, so, ne? ja. LKW-Händler. International. Wo ist denn der? Inter. Hallo. Flottenkonfiguration. Ausführung ändern. Habe. Boah. Hier gibt's auch. Ah ne, das ist wieder so ein richtig extremes Schwarz. Ja gut, halt Schwarz müssen wir selber machen. Ich bin auch echt am überlegen, einfach alle Farben selber zu machen, weil das Rot sieht nicht geil aus, das Grün sieht nicht geil aus, das Gelb ist viel zu hell, ist alles kacke. Ne, wir machen auch schon so definiert. Das kannst du ja so, kannst du ja kein verkaufen. Mal rot hier. So. Noch ein geiles Rot. Kaufen. Wo war denn das? Nein. Ach, hier. So, dann müssen wir aber noch mal hier unseren vorhandenen LKW. LKW-Manager. Der machen wir den auch nochmal manuell. Wobei das Blau, das sieht eigentlich so schon in Ordnung aus, aber ganz ehrlich. Wenn schon, denn schon, dann machen wir alle manuell. Ich hasse mein Leben. So. Ja, doch so. Das ist doch geil. Sehr geil. Sehr geil. So müssen LKWs aussehen. Gut, wie gesagt, die hinten, dass es da so abgeschnitten aussieht, sieht aus wie so ein Block einfach. Das ist nicht geil. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber gut. So, Fahrer, ich habe noch gewählt. Oh, er ist doch 20.000 haben wir noch. Wow, okay, der ist natürlich. Wow. Guckt auch sympathisch aus, ne? Ich würde mal sagen, ganz ehrlich, der Typ ist genommen. Aber sowas von. Holy shit. Like, what the fuck? Bam. Ich will fotogen. Bam. So, Fahrermanager. Da könnte er eigentlich gleich auf Fernfahrer gehen, ne? Hier hat halt auch kommen Level. Warte mal kurz. Eigentlich können wir doch gucken. Einstellen. Guck mal, die hat nämlich hier schon überall etwas. Weißt du was? Dann nehmen wir dich. Achso, da geht natürlich nicht. Mal da. So, bam. Oder hat die andere, die dann nur diese zwei Level-Dinger da hat? Fahrermanager. Achso, wobei die bei Punkte sind der Fernfahrt. Ist also eigentlich schon gar nicht mal so schlecht, ne? Na verdammt. Dass er die schon hat. Ah, sorry. Sorry. Standort ändern. Und dann bekommst du nämlich den anderen LKW. Den hier. Bam. So nämlich. Dann kann sie nämlich schon Fernfahrt machen. Ey, sie kann nämlich schon Fernfahrt machen. Und er kann sowieso Fernfahrt machen. Bam, dann haben alle Fernfahrt. Ist doch geil. So muss das nämlich sein. Ja, genau so. Ja. Bam. Sehr geil. Speichern wir das Ganze nochmal. Bam. Geil. Oh, okay, und das war's mit der Folge. Wir sind schon wieder drüber. Ha! Ja,
Das hat bei dem gerade richtig gepasst. Bis dann.